Sind Wanderschuhe ein veralteter Mythos? Gehen Turnschuhe nicht auch? Lara Mandioni, eidgenössisch diplomierte Wanderleiterin, klärt die Wanderschuhfrage. Der Bergschuh ist die Maximalvariante des Wanderschuhs. Er hat auf einer einfachen Forststraße nichts zu suchen. Man bewegt sich nicht mehr so frei, es ist etwas klotziger, die sind auch schwerer, die Sohle ist tiefer, der Fuß rollt nicht so schön ab. Auf einfachen Wanderwegen reichen Halbschuhe oder Turnschuhe in der Regel aus. Wie sieht's auf Bergwanderwegen aus? Turnschuhe sind da nicht so geeignet. Wir sind auf einem weissen, rot-weissen Bergwanderweg. Und da gehören schon Trekkingschuhe oder Bergschuhe dabei. Das ist anspruchsvolles Gelände. Gute, feste Wanderschuhe, Bergschuhe mit einem guten Profil sind wichtig. Also für die Auswahl des Schuhs ist sicherlich der Fuß maßgebend. Was habe ich für einen Fuß? Und da mein Vorhaben. Das heisst, wo will ich wandern? Also, es braucht nicht in jedem Fall Wanderschuhe, aber im hochalpinen Gelände sind so schwere Schuhe auf jeden Fall gefragt. Und gerade bei so einem Türenkauf in Wanderschuhen sagen sich viele Leute, da wollte ich mich richtig gut beraten. Weil die Modelle, die ihr vorhin seht, ist das teuerste 360 Franken. Und für das Geld wollte ich selbstverständlich etwas Richtiges haben. Das Wichtigste bei einem Wanderschuh ist natürlich, dass der gut passt und nicht anfängt zu drücken auf eine lange Wanderung. Wie professionelle Schweizer Sportgeschäfte Kundschaft beraten, das haben wir getestet mit einem Mann und einer Frau, die für uns verdeckt sie Wanderschuhe kaufen. Mystery Shopper unterwegs für Kassensturz. Inkognito testen sie die Beratung beim Wanderschuhkauf. Dafür schlüpfen sie in eine klar definierte Rolle. Ich bin Rita, ich bin auf der Suche nach einem leichten Wanderschuh. Ich war bis jetzt immer mit Turnschuhen unterwegs und suche jetzt etwas Bequemes, Leichtes, aber doch ein bisschen festeren Halt. Ich bin Simon, ich gehe gerne wandern, am liebsten auf Bergwanderwegen und zwischendurch auf einem alpinen Wanderweg und habe meistens einen schweren Rucksack dabei. Die anspruchsvollen alpinen Wanderwege sind weiß-blau-weiß gekennzeichnet, die moderaten Bergwanderwege weiß-rot-weiß und die leichten Wanderwege sind gelb signalisiert. Für die Wahl des richtigen Schuhs ist dies wichtig. Simon und Rita testen für Kassensturz die Beratung in je einer Filiale der Sportartikelketten. Decathlon, Ochsner Sport, Transa, SportX Riffel Running und Bachli Bergsport. Außerdem testet Rita das kleine Sportgeschäft Intersport Paka in Sempach. Die folgenden Szenen sind nachgestellt. Hallo. Hallo. Möchte ich dir etwas zeigen? Ich bin auf der Suche nach einem Wanderschuh für mich. Ich bin auf der Suche nach einem Wanderschuh. Dann können wir gerade mal übergehen zu einem Wanderschuhregal. So freundlich und aufmerksam wie hier ging das Personal nicht in allen getesteten Geschäften auf die Kundschaft zu. Von ein paar Orten hatte ich das Gefühl, ich sei nicht so willkommen. Es sind drei an der Kasse gestanden, haben mich wieder registriert. Dann bin ich mal zu den Wanderschuhen gelaufen. Dort ist jemand am PC gehockt. Von der Stabilität her, Knöchel und Bänder, haben Sie da ein bisschen Probleme oder eher weniger? Hast du denn so vom Einsatzbereich gedacht, so von den Wanderwegen? Wie hier hat in manchen Geschäften die Verkaufsperson die Füße detailliert ausgemessen und die Erkenntnisse mit der Kundin besprochen. Das ist das, was wir hier haben. Eine alternative Methode, um den passenden Schuh zu finden: Der Kunde soll verschiedene Schuhe direkt am Fuß vergleichen. Jetzt hier noch der Klassiker. Da kannst du schon mal eine Runde drehen. Interessanterweise haben sie in verschiedenen Läden auf verschiedene Arten meinen Fuß analysiert. Sie haben gemessen oder mit der Erfahrung des Verkäufers. Und am Schluss ist der gleiche Schuh dabei rausgekommen. Aber wichtig ist, dass du, wenn du rutschst, die Zehen nicht mehr noch frei sind. Also die Zehen dürfen vorher nicht berühren. Auch für die Abstiegprobe gibt es unterschiedliche Methoden. Hier liegt die Teststrecke für die Kundin draußen vor dem Geschäft. Und dann muss sich das Verkaufspersonal den Fragen der Mystery-Shopper stellen und die Fachkompetenz beweisen.
Wie lang hat so eine Schuhe? Muss man den jetzt irgendwie speziell anziehen? Wie ist das mit dem Schwitzen? Sind die jetzt atmungsaktiv? Und mit dem Fußbrennen? Wenn die Sohle vom Schuh kaputt geht, kann man die ersetzen. Man hört ja auch immer von diesen Sohlen, die abgehen. Wieso passiert das? Gut, dann danke ich sehr gerne für den Einkauf. Den vom Personal empfohlenen Schuh kauft die Mystery-Shopperin ein. Unmittelbar danach notiert sie in einem differenzierten Fragebogen ihre Beobachtungen. Er tut das Gleiche. Beide bewerten ihren Wanderschuhkauf nach den Kriterien, wie gut waren die Bedarfsanalyse und die Beratung. Decathlon erhält die Gesamtnote 3,1. Beratung und Bedarfsanalyse waren bei beiden ungenügend. Der Rita empfohlene Schuh ist 2 Größen zu klein. Die Ladenkette schreibt Kassensturz. Decathlon legt großen Wert auf eine professionelle und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Beratung. Das Personal wird regelmäßig geschult und die beiden betroffenen Geschäfte haben sehr gute Kundenbewertungen. Gesamtbewertung 3,6 für Bachli Bergsport. Ausschlaggebend die ungenügende Beratung für Simon. Beide empfohlenen Schuhe sind so klein und nicht geeignet. Bachli Bergsport schreibt Kassensturz. Wir haben vollstes Vertrauen in unsere Mitarbeitenden. Es ist unser wichtigstes Ziel, eine freundliche, persönliche und fachkundige Beratung anzubieten. Und wir bedauern außerordentlich, wenn uns dies nicht immer gelingt. Alle eingekauften Schuhe landen auf dem Tisch des Expertenteams mit 2 Bewegungswissenschaftlerinnen, einem Sportwissenschaftler, einem Medizintechniker und einem Orthopädie-Fachmann. Der Medizintechniker hat zuvor die Füße beider Mystery-Shopper präzise ausgemessen. Zweidimensional und dreidimensional. Diese Messungen dienen als Grundlage für das 3. Bewertungskriterium. Wie gut passt der empfohlene Schuh? Auffällig, die meisten Schuhe gingen zu klein über den Ladentisch. Besonders oft bei Rita. Was wir aber festgestellt haben, dass halt beim Auswahl der Schuhe, vor allem um die Schuhgrösse, dass dort natürlich schon zum Teil gravierende Fehler, kann man sagen, passiert sind. Jetzt gerade bei der Rita, obwohl sie den Schuh gut gefunden hat von der Größe für sie, aber eigentlich wirklich deutlich zu klein ist und sie sicher Probleme bekommt, wenn sie den Schuh auf eine größere Wanderung tragen. Der Fuß sollte vorne genügend Platz haben und beim Abrollen nicht ankommen, empfiehlt der Experte. Diese Länge ist zu knapp. Ich glaube, das ist die Aufgabe des Schuhverkäufers in diesen Sportgeschäften, der dich beraten muss, damit du die richtige Größe nimmst. Die genügende Gesamtnote 4,4 für Transa. Die Schuhempfehlung für Simon war gut. Besser schneidet SportX Riffel Running ab. Pluspunkte bei der Bedarfsanalyse. Ähnlich Intersport Paka in Sempach. Die Bedarfsanalyse war sehr gut. Etwas besser mit der guten Gesamtnote 4,8 Ochsner Sport. Bestnote 6 für die Schuhempfehlung für Simon. Er erhielt den optimalen Schuh in der korrekten Größe. Mit den richtigen Schuhen kommt man fast überall hin. Ein Tipp von Wanderprofi Lara Mandioni: Vor dem Abstieg die Schuhe fester binden. Dann rutscht der Fuß nicht nach vorne im Schuh. Die Füße danken es. Also das hier ist der einzige Schuh, wo ein Mann einmal optimal ist verkauft wurde. Bei allen anderen hat es gekappert. Bei der Frau hat in diesem Test kein einziger Schuh ideal gepasst, den mir verkauft hat. Sie hat Schuhe empfohlen bekommen, die bis zu 2 Grössen zu klein waren. Intersport Paka sagt zudem, sie haben unserer Testkäuferin angeboten, den Schuh eine halbe Größe grösser zu bestellen. Das Modell hatte sie aber dann nicht im Laden gehabt. Was man zu dem Test kann und muss sagen, selbstverständlich ist das eine Stichprobe, die wir hier gemacht haben.
eine Momentaufnahme, das kann am anderen Tag schon wieder anders aussehen. Wichtig für euch, wenn ihr so Wanderschuhe kauft oder überhaupt Schuhe, die angeschriebene Grösse immer überprüfen, indem man die Sohle rausnimmt. Ihr habt es im Beitrag gesehen und prüft, ob die Länge passt. Und zwar soll der Fuß hier ein bisschen kürzer sein, respektive die Sohle ein bisschen Überlänge haben. Was habt ihr erlebt beim Schuhkauf im Sportgeschäft? Schreibt uns eure Erfahrungen da unten in die Kommentarspalte und abonniert den Kanal.